Grüß euch! Ja, nach den üblichen 2 Wochen Pause gibt es endlich wieder ein neues Video, wo ich eben sage, wie es mir mit dem Bau von meiner ersten CNC Portalfräsen geht. Im heutigen Video werde ich euch ein bisschen sagen, wie ich das Untergestell gebaut habe. Ich habe ja vor draußen eben ein schönes im Sommer, nachher schiebe ich die ganze Fräsen raus und dazu habe ich mir eben ein Untergestell gebaut mit Rollen, die was aber nachher trotzdem, wenn ich meinen Standort gefunden habe, wo ich eben fräsen will, mit 4 schwere U4s die Maschinen so ausrichten kann und eben abstützen kann, dass ich da keine Vibrationen reinkriege. Weiters habe ich die komplette Fräse noch einmal neu ausgerichtet und eben die ganzen Kleinigkeiten, die was ich beim ersten Zusammenbau so nicht richtig gemacht habe, wie zum Beispiel da war die Schräge ein bisschen wenig, das habe ich nachgefräst. Dann habe ich da hinten die Abdeckungen fertig gemacht, die was eben gefallen haben. Auf der Unterseite habe ich eben auch noch die Abdeckungen reingemacht, sodass ich das Ganze leicht ausrichten kann, weil das einfach nur mit diesen 4 Abdeckungen, also 2 oben, 2 unten, verspannen. Und dann habe ich so eben genau die Parallelität von diesen 2 80×80 Profilen, dass ich da nicht gar so viel umeinander scheißen muss, wenn ich die Maschine eben ausrichte. Wie man sieht, Minimalmengenschmierung ist schon installiert. Das haben wir relativ einfach gemacht, weil ja da die Minimalmengenschmierung durch die Anschlussplatten durchgeht. Das heißt, ich habe da leider zwar so kurze Kabel, kann aber nachher diese Schmierung trotzdem noch in der Höhe verändern, was aber durch die 2 Befestigungsbohrungen, die was ich da habe, relativ leicht geht und das ist auch alles stabil, also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie mit Magneten umeinander klackelt. Ich habe da einen neuen Halter, also ich habe den Halter nachgemessen und verglichen mit dem China-Halter. Er ist schöner verarbeitet, aber also viel genauer ist wie der China-Halter, der was eben bei der Spindel dabei ist, ist eigentlich nicht. Der Halter ist von Isel und ich habe schon damals, wo ich eben diese Z-Achse gemacht habe, die Befestigungsbohrungen eben für den Halter gemacht und deshalb habe ich noch einen Schluss und endlich genommen. Was mir aufgefallen ist bei einem Halter, den gibt es von 40 Euro bis, ich glaube, der teuerste, was ich gefunden habe, der war mit 109 Euro, ist aber immer der gleiche Halter. Also ich habe den bei Sorotec bestellt und da war er mit Abstand am günstigsten, was ich mir heute halt erinnern kann. Die Spindel, das ist die von Chipeni, das ist eine 2,2 kW Frässpindel. Da bin ich mit dem Hersteller im Gespräch, dass ich, weil ich eben vorhabe, von der Spindel ein eigenes Video zu machen, dass ich ein paar Videos kriege, beziehungsweise ein paar Bilder, wie die Spindel eben hergestellt wird, was da für eine Lager drin sind, aus was für einer Fabrik die eigentlich kommt, beziehungsweise mit welchen Maschinen die da arbeiten. Und da war ich eben in nächster Zeit eben ein Video zeigen. Ich habe die ganzen Unterlagen gekriegt von den ganzen Frequenzumrichter, die was es da als Set gibt, wie man die Spindel einstellt, beziehungsweise sogar ein Video, wie man den Frequenzumrichter einstellt, aber das kann ich leider nicht sagen, weil Chinesen anscheinend unempfindlich gegen Strom sind. Und ja, die Wasserkühlung, die originale Pumpen, was da dabei war, das ist eh da mein neuer bester Feind. Wie gesagt, er besitzt die besten Saugnäpfe der Welt, wenn sie halten. Aber für mich als Kühlung ist das kontraproduktiv, genau. Besonders weil da ja mit 220 oder beziehungsweise 230 Volt gearbeitet wird und wenn man da so ein bisschen zlegt, was nicht relativ schwer ist, nachher getraue ich mich nicht, dass ich das in einen Wasserbehälter reinhaue. Deshalb haben wir gedacht, ich mache ein super Video, wo ich eben zeige, wie ich mit einem Wärmetauscher, 2 PC-Lüfter, was haben wir noch, eine Pumpen, so eine Wasserkühlung eben realisiere. Und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, in einem von meinen letzten Kommentaren bei den Videos hat eben einer geschrieben, weil ich es eben beim letzten Mal schon angekündigt habe, dass das zwar eine nette Idee ist, aber ich soll mir einfach so einen CW3000 holen. Und dann habe ich gedacht, CW3000 kenne ich nicht. Dann habe ich im Internet ein bisschen gegoogelt, habe noch ein paar Videos angeschaut, habe noch den CW3000 bestellt und der ist, da unten steht da eh, aber das werde ich hier nicht sehen. Habe den nachher getestet und bin zu dem Schluss gekommen, dass man nicht einmal im Selbstbau für das Geld so eine Spindelkühlung hinkriegt. Ich habe mich noch ein bisschen schlau gemacht. Es gibt von denen, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Versionen für Laser, für Frässpindeln. Da gibt es eine Version, wo man sogar parallel 2 Frässpindeln kühlen kann damit, beziehungsweise es ist eigentlich kein Kühler, weil er eben nur über einen Wärmetauscher mit einem Ventilator die erwärmte oder das erwärmte Wasser wieder oberregelt oder halt oberkühlt. Nicht? Aber es ist eigentlich jetzt nicht in der Hinsicht ein Kühlgerät, sondern eben nur das erwärmte Wasser von der Frässpindel läuft über einen Wärmetauscher, wird dann durch eben die Luft gekühlt und nachher wird sie wieder aufgepumpt. Der große Vorteil, er hat einen riesigen Tank, ich glaube mit 6 oder 7 Liter. Wie gesagt, der Wärmetauscher ist dabei, der ist riesengroß. Es ist der Lüfter wirklich so ein Klarhell und nicht so ein 0815 PC-Lüfter, den was ich mir da eben bestellt habe. Es ist die Pumpen drin und die Pumpen hat richtig soft, also wir haben ihn eben schon probiert. Und der ist, glaube ich, für die, was ich gesehen habe, bis 3,5 oder 3,6 kW, da bockt er eben im Einzelbetrieb, also für eine Frässpindel. Beziehungsweise gibt es auch eine Version für 2 Frässpindeln und da bockt er noch, glaube ich, maximal 2 1,5 kW Spindeln. Aber wie gesagt, es gibt da verschiedene Versionen und es gibt auch Versionen, die was ja ganz langsam pumpen, warum auch immer, also ich habe keine Ahnung, für was man die braucht. Aber die Dinger sind eben erstens einmal sehr gut und zweitens unschlagbar günstig. Also ich habe für meinen gezahlt ein bisschen über 100 € und innerhalb von 6 Tagen war er da. Ich verlinke euch die ganzen Sachen wieder unten in der Videobeschreibung. Aber ich glaube, günstiger geht es nicht. Das Ganze ist nachher nebenan noch in einem schönen Stahlgehäuse und ja, das passt. Was gibt es noch Neues? Die Steuerung ist gekommen. Da war ich echt überrascht. Also da hat der Stefan von CNC Technics echt noch ein paar Überstunden eben eingeschmissen, dass er die Steuerung fertig gekriegt hat. Alles schön in einem Kosten. Und ich habe jetzt einmal so gesagt, oder beziehungsweise mit ihnen ausgemacht, dass ich die Steuerung jetzt einmal noch verbaue. Natürlich so, dass man sie wieder ausbauen kann, damit ich auch dazu komme. Und dass ich wirklich einmal schaue, dass ich unter Anführungszeichen mit ihnen natürlich zusammen eine Anleitung mache, die was idiotensicher ist. Weil ich weiß genau, ich kann mich noch erinnern, vor glaube ich 100 Jahren, wo ich meine erste Steuerung gekauft habe, da habe ich genau dazu gekriegt, einen Zettel mit PIN und Board und leck mich am Arsch und nix wie es du und dann macht 3 das einsteuerst und das hat mich angekotzt. Weil die erste Steuerung habe ich eben noch selber gekauft, die war schweineteuer, also die, glaube ich, hat mit den Motoren 1600 oder 1700 € gekostet. Da waren keine Motorkabel dabei, da hat damals der Anbausatz nicht gepasst und. Und dann habe ich alles so halbwegs zusammengeschustert, nicht, dass halt die Motoren irgendwie oben waren. Und dann kannst du da mit einer Steuerung miteinander raufen, wo du nichts hast. Du hast keine Ahnung, wie du eben mit einem Programm, beziehungsweise habe ich halt damals keine Ahnung gehabt, wie du die Sachen einstellst. Und das hat mich irrsinnig geärgert. Und deshalb habe ich noch einmal angefangen, dass ich wirklich die komplette Steuerung mit Reis und eben von Grund auf einmal schaue, wie das Ganze funktioniert. Und dadurch habe ich eigentlich angefangen, dass ich diese Langerfeld-Steuerung, die was ich eben für mein EMCO verwende, so schätze, weil du dich da zwar richtig mit der Materie beschäftigen musst, aber im Endeffekt nachher relativ frei bist mit den Sachen, was du da anhängst und wie du die Steuerung verwendest. Die Steuerung, was der Stefan jetzt zusammengeschustert hat, ist, sage ich einmal, in der Hinsicht, ja, einzige Worte kann man nicht sagen, aber sie ist relativ praxisorientiert aufgebaut. Das heißt, das Netzteil, was du verwendest für die Steuerplatine oder beziehungsweise für die Interface-Platine, das ist genau das Netzteil, was du brauchst für die Motoren. Die Interface-Platine hat zwar Spannungswarner, das heißt, du kannst 5 Volt abgreifen und 24 Volt. Das heißt, du hast schon automatisch deinen Strom für die Endschalter, für den Encoder beziehungsweise für das Freigabesignal von einem Servomotor und brauchst du nicht noch zusätzlich ein Netzteil dazu schließen. Wie gesagt, das ist jetzt der Prototyp, das heißt, den habe ich jetzt zum Testen. Und dadurch fallen natürlich auch einige Funktionen. Es wird noch in der fertigen Version gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man diese Interface-Platine erweitert. Warum? Die Interface-Platine ist immer in Kombination mit dem ESS, was für mich sowieso, ja, also ich kaufe sicher nie mehr eine Steuerung ohne ESS, weil mit diesem Parallelboard oder irgend so ein USB bzw. Ethernet, wo nachher überhaupt der Koppler irgendwie das Signal ein bisschen regelt, das interessiert mich nicht. Also die ESS ist wirklich in der Lage, 3 Interface-Platinen parallel zu steuern und man merkt das auch von der Geschwindigkeit. Und ich habe auch zum Beispiel die Langenfeld, da habe ich jetzt 3 Interface-Platinen an einer ESS und ich habe nie irgendeine Probleme gehabt. Und deshalb habe ich eben gesagt, wenn wir sowas eben zusammen machen, dann nur in Kombination mit einem externen Controller. Und was er mir nachher noch gesagt hat, also es wird bei dieser Steuerung dann auch noch die Möglichkeit geben, weil du steckst ja da die ESS quasi verkehrt auf, dass du die erweiterst. Das heißt, dass du irgendwo eine Zusatzplatine, da ist er jetzt noch dabei, die zu entwickeln, dazu schließt, dass du nachher noch mehrere Motoren anschließen kannst, dass du mehr Eingänge hast, dass du mehr Ausgänge hast und. Also das ist jetzt eben auch noch im Bau. Der Preis der Steuerung wird sich ungefähr so danach richten, was für eine Motoren ihr wollt. Da ist die Frage gekommen, naja, jetzt verwende ich da eben wieder diese 3 Newtonmeter Close-Loop-Systeme, die was ich da oben habe von GMC, warum ich keine Servomotoren habe. Oder warum ich nicht die 108 bzw. die 200 Watt, die neuen Servomotoren verwende. Das war in einem anderen Video erklären. Und ich glaube, das ist auch besser, wenn man das irgendwie sagt, warum ich von denen mehr überzeugt bin, als wir jetzt von den Servomotoren. Ja, haben wir schon wieder festgeredet. Dadurch, dass ich weiß, dass ich sehr viele Bilder eingeblendet habe, und die dadurch natürlich alles gesehen habe, was ich so zusammenfabriziert habe, denke ich, dass wir für heute eigentlich schon wieder am Ende sind. Was mir gerade auffällt, was ich vergessen habe, dass natürlich hier die Y-Achse, die ist auch fertig. Die habe ich realisiert mit einer 20 mm Kugelumlaufspindel, natürlich wieder von der Kai, natürlich wieder AC5-Spindel, Stahllager, also Stahlloslager, hinten Stahlfestlager. Dadurch, dass da eigentlich am meisten Kraft auf die Spindel aufkommt, weil sie eben das meiste Gewicht haben muss, habe ich da eben das Loslager auch als Kugellager realisiert, also da habe ich ganz normale Stehlager hergenommen, habe das abgefräst. Da der Balken in der Mitte, das ist 25 mm Aluguss. In der Mitte, eben wo das meiste Biegungsmoment reinkommt, nochmal zusätzlich verstärkt. Und nachher eben das große Aluminiumgehäuse für die 20 mm Kugelumlaufspindel. Und das war's. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal, also wie man gesehen hat, bin ich schon dabei, dass ich die Motoren anschließe, dass man eben das nächste Mal nachher schon sieht, wie die Fräsen arbeitet. Also auf das bin ich echt gespannt. Stabil ist die Schwein wie eine Sau. Also da, wenn die Viers unten sind, also das Ganze ist jetzt auf Rollen. Das ist wirklich auf Rollen. Und wenn man noch die Wurstviers mit den Gummipuffer noch einmal eben nach unten draht, dann steht die wirklich wie Bock. Also das ist, hätte man gar nicht gedacht. Also diese Aluprofile, die bringen schon eine gewaltige Stabilität an. Ja, und das war's. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!